Genau, von Some Games to Games. Games. Games, mein Name ist Tony Hofer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Vortrag von Some Games to Good Games. Oder auch, wo sich über Hyperfronting überschneiden. Das ist jetzt das zweite Mal diese Woche, dass ich den Vortrag halte, nachdem ich den am Montag in Berlin vorgestalten habe und werde es heute in Deutsch machen. Ich habe auch die Slides gerade erst noch übersetzt. Das heißt, falls da irgendwelche Fehler vorkommen, bitte ich das zu entschuldigen. Ich werde beim Vortrag mit einer kleinen Übersicht anfangen, worum es überhaupt geht. Und als erstes stelle ich mich persönlich ein bisschen vor, wie ich in die Spielentwicklung geschlittert bin und an welchen Spielen unsere Firma gearbeitet hat. Als nächstes komme ich dazu, wie wir unsere Spielertechnologie für Fernsehprojekte genutzt haben und wie wir anschließend den Gewinn wiederum in Spielentwicklung investiert haben. Der nächste Schritt ist dann, nachdem wir so zeitgleich gefahren sind, die Entwicklung einer universellen Engine, um all unsere Aufgaben gerecht zu werden. Dann haben wir uns ab 2010 angefangen, mit Bildverarbeitung zu beschäftigen. Das bezieht sich dann auch noch hier auf die HDLK, später dazu mehr. Dann erkläre ich, warum wir teilweise von unserer eigenen Technologie zu Unity gewechselt sind. Und ich zeige, welche Projekte wir aktuell entwickeln und versuche eine Demonstration zu machen, falls das hier möglich ist. Ich muss sagen, dass ich ursprünglich 45 Minuten für den Vortrag gebraucht habe und versuche den jetzt auf 30 Minuten zu drücken. Also kurz zu mir. Wie gesagt, ich bin Ronny Boros-Rolle, bin in der DDR geboren, hatte dort keinen Kontakt zu Computern, habe mich aber schon trotzdem dafür faszinieren können, habe eine Sendung mit TV geschaut, die wir endlich haben, habe auch überlegt, wie ich Sachen, die ich dort gesehen habe, mit Schaltkreisen nachgucken konnte, hatte aber auch nicht das Material, das auszuprobieren. Nachdem der Eisende vorne gefallen war, kam ich in einen Computerclub, durfte dort auf KC87 Computer Basic programmieren. Dort ist auch mein erstes Spiel entstanden. Es war ein sehr simples, wo ein Fahrzeug von oben nach unten gefahren ist. Man musste zum richtigen Zeitpunkt eine Taste drücken, damit wurde eine Rakete abgefeuert und wenn die das Auto getroffen hatte, wurde ein Punktezähler erhöht. So fasziniert von der Technik war klar, dass ich meine Eltern davon überzeugen musste, mir selber einen Computer zu schenken. Ich wusste auch, dass ich das erreicht habe und dass ich zum nächsten Weihnachten diesen bekommen würde. Also ich wusste auch schon, dass es sich um einen Commodore 64 handelt und habe dementsprechend angefangen, auf Papier Programme zu schreiben. Nachdem ich den Computer aber dann erhalten hatte, musste ich feststellen, dass das Basic darauf nicht kompatibel war mit dem auf dem Robotron-Computer. Also habe ich nochmal komplett von vorne begonnen. Kurz nachdem ich die C64 hatte, begann ich auch damit Pixel-Grafiken zu entwickeln. Später auf dem PC habe ich mich dann mit 3D-Modellierung, Animation und Offline-Raytracing beschäftigt. So war mit Musik und Sound habe ich experimentiert, aber da musste ich halt einsehen, dass das nicht meine Stärke ist. So, im Jahr 2000 wurde dann mein erstes, oder es war eigentlich mein zweites fertiggestelltes Spiel, aber das erste, was veröffentlicht wurde, nachdem ich 4 Jahre neben Schule, Abitur, Wehrdienst und Studium teil gearbeitet habe, im deutschen Markt veröffentlicht. Es nannte sich Future Trade. War eigentlich eine Handelssimulation. Man hatte von einem Syndikat Geld veruntreut und ein Kopfgeldjäger wurde auf einen angesetzt. Er ist auf einem Boot gestrandet
und hat dort versucht, durch Handel Geld zu erwerben, um sich ein Raumschiff zu kaufen, um wiederum vor dem Kopf der Krieger fliegen zu können. Hier sind ein paar Ausschnitte raus. Wie gesagt, das ist vorgerenderte Grafik, die ich genutzt habe. Dann ein paar In-Game-Szenen, die sind leider sehr verwaschen, weil ich das damals in ein Viertel von PAL aufnehmen musste, also auf Super VHS, und habe das dann wieder in den Computer reingespielt, um schneiden zu können. Zu der Zeit war ich auch als Editor und bei einem regionalen TV-Sender namens Vorsatz in dem Raum beschäftigt, für den ich dann später auch die Animationen für die Shows neu entwickelt habe. Aus der zweiten Generation sind hier ein paar zu sehen. Vorsatz TV ist ein Sender für gestellte Gene, Schwurzen und Rohschatz. Oder nein, nicht Rohschatz war gar nicht dabei, es war Heinburg. Ich muss sagen, dass das Design nicht von mir stammt. Ich habe nur versucht, damit eine Animation zu machen. Ich habe das übersprungen außerdem. Was eigentlich erst danach kam. Das ist glaube ich ein kleiner Bug. Der ist ja runter. Nicht mehr so, aber diesmal. Auf jeden Fall habe ich in demselben Jahr noch meinen Geschäftsort getroffen oder kennengelernt. Mir wurde zugetragen, dass er an einem Diablo-Klon arbeiten würde. Das stellte sich nicht als ganz wahr heraus. Es war mehr ein von Baldur's Gate inspiriertes Rollenspiel. Das Spiel wurde nicht komplett in Leipzig entwickelt, sondern nur die Grafik zum größten Teil. Der Rest ist in Berlin entstanden und das Spiel nannte sich Boras Lohn. Also gab es sozusagen in Leipzig gar keinen Job als Programmierer, aber da Steffen mit mir, also Steffen hieß der Geschäftspartner, mit mir zusammenarbeiten wollte, haben wir uns dann entschlossen, ein paar Demos zu produzieren und die Sunflowers und Phonetics zu präsentieren. Sunflowers war ein Hybrid zwischen Publisher und Entwickler und die haben zu diesem Zeitpunkt die Anno-Serie betreut oder publiziert. Und die haben dann versucht, auch nichts abzuwerben, haben mich nach Österreich geflogen zu Max Design, die Anno-Serie erfunden haben, bevor sie dann von Related Design und später von Dubai übernommen wurde. Dort wurde versucht, sozusagen mich als KI-Programmierer anzuwerben. Leider war KI für mich nicht wirklich interessant und ich habe da abgelehnt. Zum Glück kam dann sozusagen ein anderes Angebot. Und zwar Bomber Fantasy. Das, wie sich der Name vielleicht schon ableiten lässt, ist das ein Bomberman-Klon. Und ich durfte dann die Grafik-Engine entwickeln, was sozusagen viel mehr meinem Interesse entsprach. Hier ist auch wieder ein Trailer, wobei dieser eigentlich auch aus der zweiten Generation sozusagen oder aus dem erweiterten Produkt Bomber Fun Tournament entstammt, wo dann sowas wie zum Beispiel Echtzeitschatten eingefügt waren. Im Gegensatz zum normalen Bomberman hat der Singleplayer zum Beispiel auch Screens, die größer sind oder beziehungsweise Levels, die größer sind als ein Screen. Und mehrschichtige Gegner. Ansonsten, Tom von Tournament hatte auch dann Games-Wide-Integration, um
Matchmaking zu ermöglichen aus dem Internet. Nach Bomberfan folgten dann noch fast 2 Dutzend veröffentlichte Spiele bis 2013. Der Münchner Firma, jetzt Media Seasons, ist ansässig im Herzen von Leipzig nach einem Weitschaftsbomben des Stadions. Dort wird Software schon seit 1996 realisiert und umgesetzt. Das heißt, Steffen Kleinke sozusagen hat dort zu dem Zeitpunkt mit der Grafik begonnen, während ich noch bei mir zu Hause als Schüler zu diesem Zeitpunkt das vorher aber in der Future Trail begann. Am Anfang war es eine Kooperation mit Silverstar Entertainment aus Berlin. Der deutsche Ableger nannte sich Silverstar Studio. Und nachdem das auseinandergebrochen war, änderte sich irgendwann der Name Media Seasons, um auch einem breiteren Spektrum gerecht zu werden und halt nicht nur der Schülerbranche zu dienen. Der Gründer sind Steffen Kleinke und meine Wenigkeit. Wir sind seit 2007 offiziell mit einer Kooperation. So, hier eine kleine Liste an Spielen, an denen wir gearbeitet haben. Bevor ich dazu gestoßen bin, waren das Spiele für RTL wie RTL Boxing Manager oder auch ein Adventure zu der Serie Der Clown. Und dann das schon genannte Bora Soul 2001. Danach folgte für Phonetics, die ich vorhin erwähnte, grafische Zuarbeit für Punches 2. Dort haben wir für 2 Kulturen Gebäude erstellt. 2003 und 2005 erschienen sozusagen die Bomberfan-Ausgaben. Und außerdem haben wir dann mit einem Verlag kooperiert, der die Rechte an den Stein hat. Das ist ein, hoffe ich, bekannter Cartoonist. Für die haben wir sozusagen für 2 Spiele Grafiken gemacht und ein Spiel, diese Sommerspiele, was ein Arcade-Sportspiel ist, komplett selber entwickelt. Danach folgte für die RTL-Serie Ballpush ein Spiel nach einem Point-and-Click-Adventure namens Sport ist Mord. Und da gibt es hier ein paar Ausschnitte. Ist eigentlich ganz klassisch, mit vorgerenderter 2D-Grafik für den Background, während die Charaktere dreidimensional eingerendert werden. Und das haben wir halt nicht mit, wie das typisch für damalige Zeit war, nicht mit Ebenen gemacht, sondern indem wir den 3D-Puffer aus echten 3D-Modellen erzeugt haben. Das Spiel ist in einer Zeit oder innerhalb von 3 Monaten entstanden. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. So, dann haben wir eine ganze Zeit lang eine Farbsimulator-Serie gemacht, dazu komme ich nachher nochmal. Ja, und 2011 erfolgte unser erstes Konsolen-Release, das war eine Brettspiel-Umsetzung von Menschen heißt Helga Zweifisch, einem deutschen Packeisernbrüll. Es erschien auf Xbox 360 über den Indie Games Channel. Alle zu erreichen, mussten wir eigene Technologie
etablieren, weil 2000 herum der Markt für Spiele-Engines halt ja, nicht so liberated war wie today. Das heißt, dass das AAA-Frameworks mit 5- oder 6-stelligen Beträgen bezahlt werden mussten. Und Open Source war von der Leistung her sehr schlecht und oder nicht, hat nicht genügt und die Unterstützung, der Support war nicht ausreichend. So, ich habe mit einer 2,5D-Grafik-Engine gestartet, bin dann aber nach der Veröffentlichung von 3.8 auf 3D gewechselt und mit dieser ersten Engine ist dann der Bomberfunk entstanden, das erste Bomberfunk. 2003 haben wir dann eine komplette Gegend, als wir halt auch komplette eigene Engines, komplette eigene Spiele umgesetzt haben. Und diese bekam dann auch zum ersten Mal den Namen Thunderheart. So, im Jahr 2005 haben wir mit einer Kombination aus Können und Glück einen Sprung in den TV-Sektor geschafft, da wir gefragt wurden, zwei Dinge zu tun von einer Firma, die hier in China ansässig ist. Und zwar sollten wir zur Verschanzentournee innerhalb eines Monats einen Virtual MG-Springer realisieren und diesen ins echte TV-Studio bringen. Da gab es zwei Herausforderungen, und zwar einmal eine echte Kamera, die mit Sensor ausgestattet war, nachzuahmen, um den Skispringer sozusagen in die richtige Stelle zu setzen im Studio. Und die andere Sache war, wir mussten über SDI, was ein Standard für das Fernsehen ist, das Video ausgeben. Dieser Standard war eigentlich für Engine gedacht, und zwar Engine lief aber auf der LKW. Das haben wir halt geschafft, indem wir dann von der Grafikkarte den Speicher ausgelesen haben, den auf die CPU übertragen und dann von der CPU wieder auf die Grafikkarte und konnten das dann ausgeben. Die andere Sache war, dass wir eine Anwendung zur Nachbildung von Fußballhosen erstellen sollten. Das heißt, aus einem 2D-Videobild muss ein Operator innerhalb von 5 bis 10 Minuten die Szene nachstellen können und dann ein paar Kameraflüge im dreidimensionalen Raum machen. Und dafür haben wir 5 Monate Zeit. Geschafft haben wir das nur durch unsere schon bestehende Technik und durch den Workflow, den unsere Grafiker hatten. Danach folgten ein paar weitere ernste Projekte von einer Firma aus Österreich. Wurden wir gefragt, ob wir nicht solche Charakter-Animations-Plugins für ihre Software, die im Fernsehen genutzt wird, entwickeln könnten. Das haben wir dann auch gemacht. Die wurde weltweit verkauft. Da gibt es einmal Ausschnitte. Das ist ein Prototyp, den wir mal mit PHP für Schwimmen gemacht hatten. Und dann haben wir auch unsere zweite Verschanzentournee damit realisiert. Das wurde dann im Originalstudio sozusagen eingeblendet. In 2007 haben wir den Nachfolger von Freeze-Frame-Rekonstruktionstool fürs Fußball entwickelt und dieses sollte dann auch Animationen beherrschen. So schnell wie möglich sollte ein Operator diese nachstellen können, also zumindest von einem 10-Sekunden-Clip. Leider hat es dann doch schon mal eine halbe Stunde gedauert und unser erstes Tool wurde vom ZF und vom ORF eingesetzt und bei der
Europameisterschaft 2008 dann nur noch vom ORF als ZDF zum Konkurrenten gewechselt war, der aus dem Videobild, aus dem stillstehenden Videobild die Figuren ausschneiden konnte und dann ein bisschen mit der Kamera umfahren, um zum Beispiel Abseits zu zeigen. Das basierte dann auf einer komplett neuen Engine, die ich Pyro R2 genannt habe, kannte. Aber trotz dass das TV-Software am Anfang nur vom ORF genutzt wurde, hatte sich für uns lange Zeit nützlich gemacht. Wir hatten nämlich eine Kooperation mit Jörg Klopp, der zu dieser Zeit vor allem als TV-Experte bekannt war, war aber auch Bundesliga-Trainer, als Trainer einer zweiten Bundesliga-Mannschaft. Und er wurde viel oft gefragt von anderen Trainern und Fußballbegeisterten, ob er nicht mal seine Geheimnisse verraten könnte. Und so hat er geplant, DVD-Sets rauszubringen, in denen sozusagen aus verschiedenen Perspektiven Spielzüge gezeigt werden können und seine Taktiken. Achso, die Leitung ist dann irgendwann eingeschlafen, weil Jörg Klopp zum ersten Bundesligisten, wo es der Dortmund direkt so war und seine Zeit gesagt hat, wurde. 2009 gab es von unserem Klienten, der die Verfassung initiiert hat, einen Richtungswechsel. Er wollte dann auch diesen sogenannten Billboard-Modus integriert haben, den die Konkurrenz hatte. Das haben wir gemacht und so kam. Wurde es dann in die Sportschau von ARD bzw. WDR eingesetzt und später hat es auch bei Deutschland und Österreich für Bundesliga genutzt. Hier sind ein paar Ausschnitte vom ORF. Man konnte halt Spieler verschieben, man konnte ein wenig mit der Kamera, sozusagen manipulieren, man konnte Einzeichnungen vornehmen.
Schäfer Software haben wir unsere zweite Engine begonnen, die halt sowohl für Spiele als auch für die TV-Sachen gedacht war. Und das ist für uns Waffen, das soll ein bisschen also auf der vorherigen Seite erscheinen. Diese hat die hauptsächlich um die Funktionalität von den schnellen Ausgaben für das Fernsehen zu verschlüsseln. Leider wurde sie nie für ein Spiel genutzt, da zu diesem Zeitpunkt auch kostengünstige Alternativen etabliert wurden. Insgesamt haben wir sie auch auf drei Produkten eingesetzt, den über Entwürfen von Projekten. Eines dieser Produkte war Iris. Das ist ein sehr umfangreiches Punkteanzeigesystem, den man direkt benutzen oder benutzen kann, Animation. Es hat Video-Streaming und Verbindung zu verschiedensten Datenquellen, aus denen es sozusagen die Anzeigen aufbauen kann und kann mit verschiedensten Programmen kontrolliert werden. Die Architektur, die ist von mir dort konzipiert und eingesetzt wurde es seit 2013 in Stadien und für Multisportveranstaltungen wie die letzten Sommerspiele in Rio, wo es dann als Omega-Technologie gebrandet war. Um 2010 haben wir einen Studenten der HTWK kennengelernt, der sich hier mit dem Roboterfußball beschäftigt. Wir haben ihn engagiert. Er sollte unser TV Soccer, also die Animationserstellung des TV Soccer, beschleunigen. Leider ist das 2012 sozusagen mit TV Soccer dann gestorben. Er arbeitet zurzeit auch an Körperscannern, die hier auf Flugzeug eingesetzt wurden. Und für uns hat er mehrere Algorithmen gestaltet. Der Doktor war so, dass er die ganzen Sachen in Java schreibt und wir optimieren sie für Echtzeit und integrieren sie dann in die Produkte. Falls jemand interessiert ist, ist hier seine Internetseite, auf der er ein paar Projekte vorstellt. Seine Sachen wurden für den Olympic Broadcast Service genutzt. Das ist sozusagen die Dienstleistung vor Ort, die die Aufnahmen für fast sämtliche TV-Kanäle weltweit zur Verfügung stellt. Und zwar einmal 2014 in Sochi. Da hat er ein Comedy-Training-System mit Hilfe von Lernenden, Algorithmen, also ich glaube, ein neuronales Netzwerk umgesetzt. Und letztes Jahr in Rio einen Patch-Tracker fürs Segeln und Surfen, sodass man vom Helikopter aus Boote sozusagen markieren konnte, die dann Pins mit den Rängen, den Nationalitäten und weiteren Daten im Fernsehbild hatten. Ansonsten haben wir mit ihm auch, oder mit seinen Algorithmen auch andere Tests für weitere Sportarten gemacht, für die es aber bisher noch keine Anwendung gab. In der Zwischenzeit haben wir uns mit neuen Engines beschäftigt, wie zum Beispiel Tor oder Vision, sind dann aber zum Schluss bei Unity hängen geblieben, weil die das beste Kosten-Nutzen-Modell für uns hatten. Veröffentlicht haben wir mit Unity eine Heimsteuerungs-App und eine Pferderennen-App, diese Visualisierungs-App für Pferderenndaten. Ich persönlich habe ein Asset Store, ein Plugin zur Umwandlung von normalen 3D-Assets in Voxel-Grafiken etabliert. Ich denke, der Trailer dauert wahrscheinlich zu lange, weil ich jetzt schon über der Zeit bin, breche ich den mal ab. In der Entwicklung befindet sich unter anderem eine Sporttrainings-App mit manueller Einstellbarkeit von Animationen
ähnlich wie dem TV Soccer, nur für Endanwender und lauffähig auf Tablets. Aktuell integrieren wir auch unsere Fernseherfahrung in Unity, indem wir ein Plugin schreiben, das Video-Streaming ein- und ausgeben kann und Skripte, die, die das Timing zum Rendern steuern, sodass man ruckelfreie Videos generieren kann, was von Grund auf von Unity so nicht möglich ist. Außerdem integrieren wir unser bildbasiertes Tracking, um möglichst einfach und kostengünstig ein virtuelles Studio zu ermöglichen. Und das kann beides zum Beispiel eingesetzt werden auf Veranstaltungen oder durch YouTube oder Twitch oder sonstige Streamer, um in Echtzeit halt Grafiken in ihre Sachen einzufügen. Oder man kann es zum Beispiel auch auf eine E-Sport-Veranstaltung nutzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Wer zu unserer Firma noch Informationen haben will, kann sie auf die Webseite gucken, auf Facebook oder mir eine berufliche E-Mail schreiben. Ansonsten sind hier auch meine persönlichen Kontaktdaten. Hast du noch Zeit für Fragen oder soll ich das mal Fragen? Keine Fragen? Gut. Ja? Was sind Voxels? Voxels sind eine Sammlung von Punktdaten, meistens in blockartig angeordnet. Also 3D-Daten sozusagen, die ich als Modell mit Dreiecken oder Polygonen handhabt werden, sondern sozusagen Daten an Punkten in einem Raster, die dann unter anderem in so einem Modell, wie das Modell zum Beispiel gezeichnet werden können oder auch durch Partikel. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu erklären, dann hätte ich möglicherweise das Video zeigen müssen. Also ich finde, ich ein grobes Bild von. Vielen Dank.